Hallo und herzlich willkommen zum sechsten Teil des Numpad Tutorials. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr einzelne Elemente aus einem Array euch ausgeben lassen könnt oder auch abändern. Beim Ausgeben der Elemente könnt ihr euch natürlich auch, wenn wir uns jetzt beispielsweise so eine Matrix vorstellen, so eine Matrize, wie wir sie auch die letzten Male hatten, könnt ihr euch natürlich auch einzelne Reihen oder einzelne Spalten ausgeben, aber auch Teilmatrizen von einer größeren Matrize. Beispielsweise von einer 4x4-Matrix könnt ihr euch eine 2x2-Matrix ausgeben lassen, je nachdem, wie ihr dann die Koordinaten wählt, sage ich mal, die ihr dann haben wollt von der größeren Matrize. Wir fangen direkt einmal an und sagen zunächst einmal, so wie immer, import numpy as np, so wie immer. Wir erstellen unsere wundervolle Beispielliste, die heute ein wenig anders aussehen wird. Und zwar möchte ich die ein wenig größer gestalten. Dementsprechend benutze ich auch hier einen kleinen Trick mit Copy und Paste. Füge ich die dreimal nochmal hinzu, bisschen korrigieren, schön die Abstände haben. So, und zwar hat diese Liste 16 verschiedene Elemente, beziehungsweise viermal die gleichen, und zwar immer 1, 2, 3, 4 und das viermal. Insgesamt, wie gesagt, 16 Elemente. Und wir müssen natürlich auch hier wieder unser Beispiel-Array erstellen. Mit unserem wundervollen Befehl np.array und wir übergeben die wundervolle Beispielliste. Was wir sonst auch immer machen, wir printen natürlich unser Beispiel Array und schauen uns an, was rauskommt. Wir sehen, dass ich print falsch geschrieben habe. Das kann natürlich auch mal passieren. All good. So, jetzt sehen wir natürlich auch hier wieder unsere wundervolle Liste, nur ohne die einzelnen Kommata, so wie wir es auch gewohnt sind. Aber auch hier mit allen 16 Elementen. So, fangen wir zunächst einmal an und fangen an mit dem Abändern eines Elementes. Dafür nehmen wir uns einfach mal hier dieses sechste Element aus dieser Liste. Wir fangen ja bei Python immer an zu zählen bei der 0. Dementsprechend hat das hier den Index 5. So, wie ändern wir jetzt hier dieses sechste Element mit dem Index 5? Dafür müssen wir zunächst einmal das Beispiel Array auswählen. Und mit eckigen Klammern das fünfte Element bzw. das sechste Element mit dem Index 5 auswählen. Das machen wir halt hier mit den eckigen Klammern. Und dann müssen wir nur noch eine Zuweisung machen mit dem Gleichzeichen und sagen beispielsweise, dass das hier zur 9 werden soll. Wir geben uns das einmal aus und sehen hier, dass das sechste Element mit dem Index 5 zur 9 geworden ist. Vorher war es eine 2, jetzt ist es eine 9. Ganz einfach. So, jetzt können wir natürlich auch das gleiche mit einer Matrize machen. Dafür müssen wir das hier erstmal in eine Matrix umwandeln. Dafür sagen wir zunächst einmal hier oben einfach, dass das Beispiel-Array gleich das Beispiel-Array sein soll. Punkt. Wir reshapen es und dementsprechend hier haben wir 16 verschiedene Elemente. Also machen wir es zu einer 4x4-Matrix. So, hier müssen wir ein bisschen anders vorgehen. Und zwar müssen wir hier uns zum einen, ich printe einmal hier, dafür kommentiere ich das einmal aus. Wir müssen uns hier einmal diese Matrix vorstellen. Die sieht natürlich jetzt nicht mehr aus wie ein großer, langgezogener Vektor, sage ich mal. Ups. Wie hier. Sondern wir haben jetzt hier einzelne Vektoren innerhalb dieses großen Vektors, sage ich mal. Das heißt, wir müssen zunächst auswählen, welchen Vektor wir haben wollen und dann welches Element innerhalb dieses einzelnen Vektors. Wenn wir gleich bleiben wollen und auch hier wieder, hier ist ja sozusagen das sechste Element, das wäre dementsprechend hier die 2, müssen wir sagen, dass wir den zweiten Vektor haben wollen und davon das zweite Element. Wenn wir in Python denken, angefangen bei der 0 zu zählen, müssen wir sagen, dass wir den Vektor haben wollen mit dem Index 1 und das Element ebenfalls mit dem Index 1. Dementsprechend machen wir hier einmal die Raute weg und sagen, dass wir vom Beispiel-Array Index 1 haben wollen, also sozusagen den zweiten Vektor und davon jetzt auch hier wieder nochmal eckige Klammern auf, beziehungsweise auch noch zu und dazwischen auch wieder den Index 1. So, hier müssen wir auch wieder die Zuweisung machen zu einer 9 und wir geben uns das einfach einmal aus und sehen, so wie wir es haben wollen, hier dieses sechste Element wurde zur 9. Beziehungsweise vom zweiten Vektor das zweite Element. Perfekt. Es gibt ja noch eine kleine Abkürzung. Und zwar könnt ihr auch einfach hier die eckigen Klammern weglassen und ein Komma dazwischen packen. Und zwar sieht jetzt hier direkt NumPy, dass ihr auch hier den Vektor mit dem Index 1 haben wollt. Und dann fragt es sich hier nur noch, welches Element.
und dementsprechend dann einfach das Element mit dem Index 1, also das zweite Element. Geben Sie es noch einmal aus und sehen auch hier, dass das zweite Element aus dem zweiten Vektor zum neuen geworden ist. Perfekt. So, jetzt machen wir weiter und wollen uns tatsächlich, womit fangen wir an? Wir fangen uns an mit Zeilen ausgeben. So, dafür machen wir das einmal vielleicht komplett weg. Machen wir es komplett weg. Ja, wir machen das komplett weg. Und jetzt möchten wir uns einmal immer das komplette Beispiel-Array ausgeben lassen, also das vorherige, und zwar das hier. Und wir wollen jetzt immer das ausgeben lassen, was wir gerade haben wollen. Dementsprechend printen wir hier einmal dieses Beispiel-Array. So, und wir müssen jetzt hier hinter mit unseren eckigen Klammern in der Regel einfach unsere Veränderung machen. Wir wollen zunächst einmal jetzt hier die, ich sag mal, die zweite und die dritte Zeile wählen. Und zwar einmal hier die und einmal die. Das machen wir wie folgt. Und zwar müssen wir wieder anfangen mit einer eckigen Klammer und müssen jetzt sagen, dass wir zunächst einmal die erste Zeile haben wollen. Und jetzt mit einem Doppelpunkt können wir sagen, wie weit wir gehen wollen. So, man könnte natürlich jetzt logisch denken. Wir probieren es einfach mal aus. Sagen wir so hier, wir wollen von der ersten Zeile bis zur zweiten Zeile gehen. Es kommt nicht gleich die richtige raus. Ich werde euch gleich noch erzählen, warum. Wir gucken uns einfach einmal an und wir sehen, dass wir hier natürlich eine Zeile rausbekommen haben. So, das ist dementsprechend hier nur die zweite Zeile. Ich sehe gerade, das ist ein bisschen unübersichtlich. Dementsprechend mache ich das ein bisschen übersichtlicher für euch und ich schreibe hier noch ein paar mehr Zahlen rein. So, so, so und so und dip, so und so. Und zwar, jetzt können wir genauer sehen, was uns ausgegeben wird. Ich printe es noch einmal, damit es schöner ist. So, und zwar wird uns hier, das ist hier die Ausgangsmatrix, die wir vorher hatten. Und uns wird genau diese Zeile hier, also hier die zweite Zeile ausgegeben. Obwohl wir ja gesagt haben, dass wir von der ersten bis zur zweiten sozusagen zählen wollen. Aber Python lässt, beziehungsweise NumPy, lässt in dem Fall hier diese Zeile 2, beziehungsweise die dritte Zeile mit dem Index 2 raus. Wenn wir einen weiter haben wollen, also die dritte Zeile ebenso, müssen wir hier eine 3 reinschreiben. Geben uns das einmal aus und sehen hier, dass wir, wie wir haben wollten, die zweite Zeile und die dritte Zeile ausgegeben wird. Also dementsprechend hier die beiden inneren Zeilen dieses NumPy Arrays. So, wenn wir jetzt hier die 4 eintragen würden, das wäre natürlich erst ein bisschen verwirrend. Man würde denken, okay, es gibt ja sozusagen keine Zeile mit einem vierten Index, aber NumPy funktioniert nun mal so und wir würden hier die letzten 3 Zeilen ausgegeben bekommen. Wenn wir sozusagen alles ausgegeben bekommen wollen, was nach der Zeile steht, also in dem Fall die 4, können wir die 4 theoretisch auch einfach weglassen, printen das einmal aus und sehen auch hier, dass wir alle Zeilen inklusive bzw. angefangen mit der Zeile mit dem Index 1 erhalten. Das funktioniert immer so. Und in der Regel ist es auch immer so, dass man dann einfach hier diesen Doppelpunkt verwendet. Ich hoffe, das war klar. Wenn nicht, stellt gerne noch ein paar Fragen in den Kommentaren. So, womit machen wir weiter? Wir wollen uns jetzt beispielsweise einzelne Elemente ausgeben lassen von den einzelnen Zeilen. Das geht natürlich auch. Und zwar sagen wir hier jetzt beispielsweise einfach mal wieder, oder wir fangen jetzt hier mal einfach an, bei der 0 zu zählen. Oder, was wir auch machen können, ist einfach das komplett weglassen, weil die 0 ist sozusagen die erste Zeile. Dementsprechend müssen wir sie nicht nennen. Wir wollen aber bis zur zweiten Zeile gehen. Dementsprechend müssen wir hier die 2 hinschreiben. Wir können es das einmal ausgeben lassen und wir werden die ersten beiden Zeilen erhalten. Und wie wir sehen, erhalten wir die ersten beiden Zeilen von dieser 4x4-Matrix. So, wir wollen jetzt beispielsweise nur die ersten beiden Elemente erhalten. Dementsprechend tragen wir hier den Index 0 ein, natürlich für die ersten Elemente, und erhalten jetzt hier einen einzelnen Array, der sozusagen nicht mehr was zu tun hat mit dieser großen Matrize, sondern wir erhalten nur noch einen Vektor mit diesen beiden Elementen der 1 und der 11. So können wir uns einzelne Elemente aus einzelnen Zeilen, die wir vorher definiert haben, ausgeben lassen. Man kann natürlich auch hier sagen, dass wir die Elemente von 0 bis 1 haben wollen, sozusagen dann die ersten beiden.
Wenn wir das ausgeben lassen, erhalten wir auch hier wieder eine gesamte Matrize. Und das ist halt das, wovon ich gerade gesprochen hatte, von Teilmatrizen, die wir uns von einer größeren Matrize ausgeben lassen. Das heißt, hier haben wir dementsprechend die große Matrize und hier hätten wir diese, also ich kann das nicht mal markieren, sondern einmal das hier und einmal das hier wäre dann insgesamt das hier unten. Also aus dieser großen Matrize, sondern also diesem großen Matrix, dieser 4x4 Matrix, haben wir uns eine 2x2 Matrix ausgeben lassen. So, so viel dazu. Gucken, was die Zeit sagt. Ja, ich beeile mich mal lieber ein bisschen. Das Gleiche können wir natürlich auch, okay, nee, das habe ich gezeigt. Dann zeige ich euch noch kurz einen kleinen Trick, was ganz lustig ist. Und zwar haben wir jetzt hier ganz viele verschiedene Zahlen. Und wir können auch Abfragen machen. Und zwar können wir hier fragen, welche von diesen Zahlen ist beispielsweise größer. In dem Fall nehmen wir einfach hier dieses Beispiel Array. Sagen wir größer. Ich habe so viele Zahlen jetzt hingeschrieben. Größer 30, sagen wir einfach mal. So, mal gucken, was rauskommt. Und zwar kommen ganz viele Boolean-Werte raus. Und zwar können wir das hier mit dem vergleichen. Unsere Bedingung ist ja, dass die einzelnen Elemente größer sein sollen als 30. Das gilt natürlich nicht für die 1, nicht für die 11, nicht für die 12. Dementsprechend hier alles false. Aber die 31 ist größer als die 30. Dementsprechend ist hier diese Bedingung true. Das ist einfach nur so ein lustiges Gimmick, was ich entdeckt habe, das ich euch zeigen wollte. Was wir noch machen können, und zwar können wir auch hier, dafür müssen wir das hier in eine eckige Klammer schreiben. So. Und davor nochmal das Beispiel-Array packen. Und dann ist das Video auch schon vorbei. Und dann bekommen wir einfach alle Elemente raus, die genau diese Bedingungen hier erfüllen, dass die Elemente größer sein müssen als 30. Das heißt, alle, die hier vor als true markiert haben, bekommen wir hier als neues Array raus. So, das war's auch schon für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder beim 7. Teil. Vielen Dank fürs Zusehen und macht's gut. Ciao.